Hey Leute, was geht es gerade? Keine Ahnung, wie viel los ist. Und damit alle herzlich willkommen zurück zu einem neuen Tutorial von H1Z1, wie ihr den Bug wegkriegt, im Ladescreen zu stacken. Ihr seht ja gerade bei mir im Hintergrund, dass H1Z1 lädt. So ganz normal. Das Overlay, dann drückt ihr auf Press Any Key. Und dann wollt ihr mit eurem schon eigenen erstellten Account halt ins Game rein, ne? Drückt man so und dann stackt es einfach die ganze Zeit im Ladescreen. Das war bei mir genauso, das seht ihr, das habe ich nämlich direkt aufgenommen. Also ich habe mir erstmal dazu irgendwas durchgelesen, auf der Seite von denen. Und dann habe ich das einfach, halt selber gemacht. Und ich dachte mir so, komm, wenn es andere Leute noch haben, nach dem Update, kann ich es ja einfach mal hochladen, als Tutorial auf jeden Fall. Wenn ihr das habt, den Ladescreen-Bug, dann startet ihr einfach das Game neu. Aber wie gesagt, ihr dürft halt nicht dann auf Enter Game drücken. Also Press Any Key schon, aber nicht auf Enter Game, weil sonst passiert das gleiche nochmal und ihr kommt nicht rein. Deswegen müsst ihr einfach auf Delete, dann auf Yes. Ihr könnt auch, also müsst ihr euren Charakter wieder auswählen, könnt ihn gleich nehmen, den Namen könnt ihr behalten. Drückt, wenn ihr auf Create seht, seht ihr, dass es stuck, dass es nicht funktioniert. Ihr drückt zwei, dreimal drauf und dann die ganze Zeit auf den Namen neu eingeben und wieder weg, auf Namen eingeben, wieder weg, auf den Namen neu eingeben, wieder weg. Und dann startet es irgendwann. Also startet es automatisch, weil wegen dem Create ist es getriggert. Mit dem Account, den ihr euch dann gemacht habt, halt mit dem ganz normalen Namen, dem Charakter, den ihr vorher hattet, könnt ihr ganz normal machen. Eure Stats verliert ihr nicht, wenn ihr schon ein paar Stats habt. Das seht ihr auch gleich. Weil jetzt lädt es halt nochmal. Dauert halt wieder ein bisschen, aber... Ja, lade. Aber ihr kommt halt ins Game rein, wie man sieht. Ihr kommt halt direkt ins Game rein. Könnt ihr auf Play gucken, jeden Solo, ihr seht eure Stats, also es baut halt wieder auf, seht eure Stats, dies, das. Es ist einfach alles normal, ihr könnt halt das ganz normal dann weiterspielen. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn nicht, dann nicht. Ein Kommentar würde mich sehr freuen und bis zum nächsten Mal, haut da rein, Leute, und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, hinterlasst doch ein Abo, bis zum nächsten Mal, haut rein, Leute, und tschüss!